So, let's fucking go, meine Freunde. Auto schon ein bisschen demoliert, aber er kennt mich ja. Mit kaputtem Auto gefahren. Hallo, schöner Griff. Ah, was ist mit dem Gang los? So, scheiße. Guckt euch mal die Landschaft an, richtig geil gemacht. Man merkt richtig, dass die Frostbite Engine mit reingenommen hat. Das ist boah, schön sowas zu sehen. Haben sie wirklich sich mal Mühe gegeben, auch einen Story-Modus. Was anderes ist, was nicht für Speed alles. Aber sie haben es gut hinbekommen, würde ich denken. Darauf haben sie sich sehr viel Wert gelegt. Warum schaltest du nicht runter? Vielleicht ein richtig hart, wenn du die Mannschaft hier gemacht hast. Schön. Jetzt müssen wir nur noch ein Mikros beim Osthorn rausbringen mit der Grafik. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. So. Souverän gewonnen. Er postet es wieder auf Insta.
Die haben das Rennen nicht mal beendet. So, dann gehen wir jetzt. Die kann ich noch nicht. Das ist heavy. Dafür kann ich stehen hier, die Racers. Topspeed 257 km/h. Wie? Das möchte ich sehen bei dem Auto. Bergabwärts geht das hier eigentlich. Boah! Frontal hinein. Autsch! Jetzt wieder eine Folie. Palm City Race. Warum fährst du kein Rennen? Woher? Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönn mir nur eine Pause. Ach, halt die Klappe! Bist du etwa wegen des Wetters hier? Ja, bin Nein, ich. Bist du nicht. Du willst Rennen fahren. Und du bist wirklich mit Lucas verwandt? Das frage ich mich auch. Ich habe Papis Schnelligkeit geerbt. Und Lucas? Die Schraubenschlüssel. Ich wette, er kann echt schnell den Luftfilter wechseln. Ja, das kann er im Schlaf. Was zu ihm passt, weil es nämlich stinklangweilig ist. Lass dich von ihm nicht ausbremsen. Niemals. Gut, gut. Dann ab ins Rennen. Chill mal deine Base, ey. Die hört sich an, als wäre die mein Boss. Das kann ich gar nicht glauben. Ich schmeiß die aus dem Buch raus. Wenn mir weiter Befehle gibt. Hey Dex, schön dich wiederzusehen. Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach. Oh, dein GTR sieht so geil aus, Mann. Die nächste links. Nicht Lukas diesmal, hä? Hm? War ja klar. Er hat einen echten schönen. Rechts abbiegen. Das ist der R32. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Bruder, wo fährst du hin? Der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle. Weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straße. Oder weil du dort gekackt hast. Einmal ist Lucas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Kann das sein, dass die zu langsam sind? Jetzt nach rechts. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Das finde ich sehr. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Ja, was ist da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Wo sind hier die Gegner? Okay, EA, ihr müsst noch einiges lernen. Sonst ist das Spiel geil. Bleib an mir dran! Oder geh selbst in Führung!
Würdest du mir jetzt sagen, Dex, du bist jetzt viel, viel schneller? Nee, du bist so ein richtig geilen GTR-Raster, okay, ja. Bist du blaumaschig, hast du es erwähnt. Autsch. Das hat wehgetan. Kann man doch nicht alles machen. Er hat es gedacht. Dex, was machst du? Weil ich nach hinten gehen muss, dann musstest du noch. Mich wirst du nicht so leicht los. Ach so, wenn ich kritischer Schaden habe, dann funktioniert das mal alles richtig. Was denkst du, was ich hier gerade mache, du Spaß? Penne? Ich penne, ja. Du Kacke. Dex, du verdammtes Bastardenkind, Mann. Rammt mich einfach weg. Ich muss aber neu starten, weil du so ein kleiner Bastard bist, der in mich hineinfährt. Das liegt nicht daran, dass ich in den Pfosten gefahren bin, sondern am Dex. Eindeutig am Dex liegt es. Bleib an mir dran! Oder geh selbst in Führung! Das war richtig knapp jetzt. Ich hoffe, du kennst den Weg. Ja, den kenn ich. Ich bin noch da. Nikos klebt mir am Arsch. Schau dich. Der Sound gefällt mir auch nicht so schön, dass sie mich wieder abspielen. Jetzt kommt's drauf an! Jetzt kommt's drauf an, dass ich gleich die anderen überhole. Überrunde. Ach nee, das ist der... Digga, Lex, warum bist du plötzlich so schnell? Ich muss dich warnen, ich verliere nicht gern. Aber du wirst es. Ha! Boom, Lex. Wow. Top das, Mann. Hat dir Lucas das beigebracht? Er war nämlich früher ähnlich überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. Danke. Du aber nicht. Aber sein GTR ist einfach nice, Mann.
Jahreszeit angeht. Geschafft, schade. Mal drum gehen. Bisschen mehr Anlauf. So, dann gehen wir zum nächsten Unterschlupf. Ich mag BMWs. Man wird sich BMW nicht verrückt. Neben Jackson. Jetzt kommt dann JD dran. BMWs. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder in der Nacht. Hast du dich in der Stadt schon umgesehen? Ja, sie ist echt interessant. Achso, dachte, der sagt noch was Intelligentes. Aber Weltmund kommt ihr nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute.